ungewollt unterbrochen. Und zwar war eine Behauptung, dass obwohl diese Abschirmung, Hinderung der Sonnenstrahlen vorhanden, trotzdem eine sehr hohe Strahlung an verschiedenen nicht lichtsichtbaren Frequenzen, also Infrarot, Ultraviolett und so weiter vorhanden ist. Ja? Würde man jetzt auf das hinauf sich beziehen, dass die Ozonschicht oder überhaupt Ozonvolumen in den oberen Schichten zerstört werden, die eigentlich die Barriere des Durchdringens dieser Strahlungen bedeutet, wenn es funktioniert. Ja? Schwer zu sagen. Ja? Meiner Meinung nach spielt da viel mehr die Rolle, eben, dass in den reflektierenden Aluminiumteilen nicht die volle Reflexion erzielt wird, sondern dass sich das zwar verstrahlt, aber trotzdem irgendwie zum Boden durchdringt und weiterstrahlt. Ja? Und womöglich dieses Linseneffekt auch herrscht, dass sich das irgendwie vermehrt, summiert und so weiter, was eben ohne diese Barriere bei direktem Strahlen durch die Luft nicht der Fall wäre. Aber wie gesagt, das sind schon meine Behauptungen, Vermutungen. Das muss gar nicht schon der Wahrheit entsprechen. Ja? Das Einzige, was der Wahrheit zurzeit entspricht, sind eben die Substanzen, die da mit diesen Sprühungsaktionen stattfinden und wie sich das zusammen formiert, sei es jetzt da in staubige Formationen, weil die Luftfeuchtigkeit noch fehlt, oder eben dann schon in diese schwammigen Formationen, weil es eben genug Feuchtigkeit bekommt und sich das zu dieser schwammigen Masse bilden kann. Ja, also das sind die einzigen Fakten, auf die man zurzeit bauen kann. Ja. Naja, und natürlich der Fakt, dass man das nur dank Ausnutzung des archimedischen Prinzips überhaupt verwirklichen konnte, weil diese Teilchengruppierungen einfach leichter wie die Luft sind. Ja. Also wenn man wirklich alles richtig hinhaut, dann sind die leichter wie die Luft und man kann sich davon auch selbst überzeugen, wenn es jemandem gelingt, ja, irgendwo die Nanofaser am Boden zu finden und sie erfolgreich von den Ästen irgendwie zu lösen, ja, und frei so in der Luft loszulassen, dann wird man beobachten, wie die Faser steigen, so wie Luftballons, ja. Und das ist der Beweis, dass die tatsächlich leichter wie die Luft sind. Ja? Und nur dank dieser Eigenschaft funktioniert das so. Ja? Dass das eben oben bleibt, oben schwebt, fast nicht runterkommt. Also unwahrscheinlich das ist, dass das eben runterkommt. Und dadurch ist auch gegeben, dass die Leute eigentlich diesen Verdacht gar nicht erst bekommen können. Ja? Dass sie sich eben mit dem Thema nicht auseinandersetzen, dass die das eben für normale Wolken haben, weil sie durch die Zeiten einfach täglich und jedes Jahr immer mehr und mehr mit den Wolken dieser Art konfrontiert werden und sie eben für normale Wolken halten. Wenn sie sich aber gut erinnern in der Vergangenheit, wie die Wolken ausgesehen haben, und überhaupt alles um diese Wolken, ja, dann können Sie sich erinnern, dass diese Wolkenformationen überhaupt nicht existiert haben, weil sie auch nicht existieren konnten. Ja. Sie existieren nur dank dieser neuen Stoffe im Himmel, ja, die sich ganz anders verhalten wie Kondenswasser, also Dampf, Wasserdampf, Keime und Kondensierung auf den Keimen und Bildung der Kondenswolken, das ist ganz etwas anderes als das hier. Ja? Das sind einfach leichte Materialien, sage ich mal, ja? Staub, ja? Also feste Materie, ja? Die zwar auch viel mit Luftfeuchtigkeiten zu tun hat, eben
diese chemische Wolkenbildung dank der Feuchtigkeiten, weil diese Polymere die Feuchtigkeit aufnehmen und die Stoffart komplett ändern. Ja? Also die Nanofaser sind im trockenen Zustand ganz was anderes, wie wenn sie die Luftfeuchtigkeit auf sich nehmen, sich ausdehnen, die Nummer 1, und dass die leichter zueinander kleben. Sie kleben auch im trockenen Zustand sehr wohl, aber nicht so, wie wenn es feucht sind. Ja? Also wenn feucht und ausgedehnt und sind, sie ändern auch die Oberfläche dabei, bekommen diese Peak-Eigenschaft, die beim Aussprühen eigentlich unerwünscht ist. Deswegen wird es womöglich als Ätheremulsion oder sowas auf die Art in dem Zustand ausgesprüht, dass das die Düsen nicht verpickt und so weiter, weil sonst könnte man das gar nicht aussprühen. Ja, also praktisch als trockene Substanz, zwar flüssig, in einer verdampfbaren Flüssigkeit, die aber keineswegs das Picken verursacht. Ja, somit kann das durch die Düsen ausgesprüht werden, ohne dass die Düsen dabei verpickt werden. Und wenn es ausgesprüht wurde, verdampft dieser Äther und somit befreit sich die Nanofasermaterie, dass sie eben diese Luftfeuchtigkeiten aufnehmen kann. Und dann beginnt erst der Prozess, dass diese schwammigen Wolken daraus entstehen können und entstehen. Und dann auch den eigentlichen Sinn der Geoingenieure eigentlich erfüllen, weil erst wenn es diese schwammige Wolke ist, macht es den Schatten, damit sich die Kondenswolken darunter beschleunigt bilden können, was sie unterhalb den Stäuben nicht machen. Ja? Unterhalb von Stäuben werden nie Kondenswolken gebildet, maximal die Stäube vermischen sich zusammen mit den Kondenswolken und dabei entsteht dieser Prozess eben, dass die Nanofaser die Luftfeuchtigkeiten aufnehmen und aus den Stäuben eigentlich dann diese schwammige Substanz wird. Und wenn das jetzt damit sehr vielen Kondenswasser vermischt wird, dann sind das diese interessante Wolken, wo Teil sehr hell weiß und Teil so grau, ja, so diese Mischwolken, ja. Soweit, so gut und vorläufig Ende.